Und jetzt kommt der wesentliche Kern, wo ich euch sagen kann. Die Grundbasis von dem ganzen Denken ist ein Computerprogramm. Du musst loslassen von einem Vorher. Es gibt überhaupt kein Vorher. Das heißt, wenn wir mit Worten sprechen, sage ich immer wieder, die Grammatik brauchst du eigentlich bloß, um eine Illusion von Vergangenheit und Zukunft zu erzeugen, die letztendlich aber nur hier und jetzt in deinem Kopf in Erscheinung treten kann. Materialisieren, das heißt realisieren als Information, eine reale Information, es sind Informationen, das sind so einfache Sätze. Und in dieser Vielfalt von Informationen, die in dir auftauchen, bist du in der Regel immer bloß in einer Fantasiewelt, weil du ganz nach subjektiven Vorstellungen aus Worten Geschichten generierst und einen Satz, einen einzigen Satz wirklich verstanden, hast du das ganze Holo-Feeling verstanden. Und da kann ich dir jetzt tausende Sätze bringen, die letztendlich alles auf ein und dasselbe Phänomen zurückgeführt werden. Also mach dir jetzt erst einmal klar, solange du Narr glaubst, ganz tief davon überzeugt bist, dass du mit den Gedanken, die du denkst, nichts zu tun hast. Wenn ich das jetzt so ausdrücke, sagst du eigentlich, was ist das für ein Blödsinn? Aber jetzt schau mal, was du dir alles ausdenkst. Von den Kriegen über den Politikern, über die Wissenschaftler, das sind doch jetzt deine Gedanken. Frag dich, jetzt werde ich mal wieder streng, verdammt nochmal, frag dich, was ist in dir drin, dass das mit aller Gewalt nicht wahrhaben will? Und du hörst mich jetzt, es geht um dich und ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Und du bist jetzt nicht dieser symbolische träumende Geist, ein Gedanke von dir kann nicht leiden. Das heißt dazu, solange ich dich als träumenden Geist setze, mach dir keine Gedanken, als träumender Geist kannst du nicht leiden. Wenn einer leidet, ist der, der jetzt sagt, ich bin ein träumender Geist, der noch viel mehr leidet, ist der, der sagt, ich bin ein Mensch, ein Trockennasenaffe, ein Vergänglicher. Dann wirst du nämlich überleben kämpfen, immer und immer wieder übers Überleben kämpfen. Diese panische Angst, die Wohnung zu verlieren, kein Geld mehr zu haben. Weißt du, das sind so viele Kleinigkeiten. Das ist, wenn du jetzt hier zum Beispiel mal reingehen willst über die Moral der Reichen und der Armen, der Versklavung. Das ist doch alles nur Wissen. Mir fällt jetzt also ganz spontan an. Diese Tagesdosis kannst du ja ganz kurz herschlagen, da oben eingeben. Wenn du dir das anhörst als normaler Mensch, dann schau dir dieses Video an, dann wirst du nur mit Worten konfrontiert aus dem Lautsprecher heraus, was das für Vorstellungen in dir auslöst. Du schaust einfach, was das für Vorstellungen auslöst und dann schau mal, wie du mit deinem Programm darauf reagierst, was du als richtig und was du als verkehrt ansiehst. Mit der totalen Versklavung der Armen, mit Hartz-IV-Empfänger, mit dem Kapital, wie böse die sind. All das ganze Zeug ist nur, weil du es denkst. Und jetzt stell dir vor, dieser Bericht wäre auf Chinesisch, der Text wäre Chinesisch. Dann würdest du es nach ein paar Sekunden ausmachen, weil du sagst, das verstehe ich nicht. Und dann wird sich die Vorstellung erst gar nicht in dir aufbauen. Lass mich auf dich wirken. Die Vorstellungen, die du kriegst, wenn du schau dir dieses Video an und die Vorstellungen, die du kriegst, wenn du dir dieses Video anschaust, sind deine persönlichen Interpretationen von Geräuschen, die in dir auftaucht. Jedes Geräusch, jedes gesprochene Wort aus dem Lautsprecher, kann der Lautsprecher überhaupt sprechen? Das ist das Licht von Zeichen. Laut. L-A-U-T. Genau.